Hallo, Stia, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für diese Woche, die zweite Woche März, für dich steht, ja? Also wie du siehst oder wie du nicht siehst, ich mische die Karte gerade, aber es ist etwas umständlicher, wenn ich es vor die Kamera jetzt machen würde. Deswegen bin ich jetzt am Mischen, ja? Und du siehst, ich bin nicht zu Hause. Deswegen sieht bei mir anders aus. Aber genau, das ist jetzt nur diese Woche. Nächste Woche bin ich schon zu Hause dann. Ja, schauen wir mal jetzt zusammen, Stier, wie für dich die Energie für diese zweite Woche März für dich steht, ja? Also schauen wir mal. Ja, unter dem Deck Stier habe ich nämlich. Oh, interessant, noch ein Bube. 5 der Münzen. Also Stier, die Energie zeigt sich etwas. Ja, Sternzeichen Skorpion, Löwe ist hier zu sehen, ja. Stier. Du siehst die Karten, die für dich jetzt rausgekommen sind. Also der Bube der Kirche, 3 der Stäbe und 4 der Schwerter. Also irgendwie, man möchte hier sich hier einfach Zeit nehmen, ja, Stier. Oder irgendeine gewisse Pause machen, um nachzudenken. Du siehst 4 der Schwerter. 4 der Schwerter zeigt schon in Wirklichkeit eine komplizierte Situation. Weil es gibt hier einen Grund, warum man in diesem Zustand ist, ja? Diesen Zustand von Pause, von Stillstand, von ausruhen zu müssen. In manchen Fällen reden wir hier über vielleicht eine gesundheitliche Situation, vielleicht eine Krankheit und deswegen ist man verhindert in irgendeiner Weise, ja? Oder es gibt hier eine Müdigkeit vom Lauda, also Energie gesehen, energetisch gesehen, ist man hier müde, ja? Müde vom Lauda Nachdenken. In manchen Fällen, Stier, hat das mit einem Kind zu tun, ne? Also in manchen Fällen haben wir hier, in manchen Fällen, ein Kind, die vielleicht eine geografische Distanz mit dir hat. Eine Situation gibt es hier zum Nachdenken. Eine gewisse Kommunikation ist hier zum Nachdenken, bringt eine zum Nachdenken, ja? Denn du siehst die Karte der Tod. Die Karte der Tod, Stier, zeigt schon eine Transformation oder eine Situation, die man beendet hat, bereits beendet hat, ja? Wo man ja, dieses viel Geduld zeigt sich hier auch in dieser Situation, Stier. Und ja, ein Gefühl von sich allein fühlen. Man ist allein, man fühlt sich allein, man fühlt sich irgendwie, naja. Ja, also das, was unter dem Deck war, ist natürlich, man merkt, die Energie ist halt etwas zurückhaltend. Ja, also ich ziehe mich zurück tatsächlich, Stier. Ja, also ich ziehe mich zurück. Ich ziehe mich zurück, ja. Denn ich brauche Zeit zum Nachdenken. Denn es gab hier möglicherweise bereits einen Treubruch, ja. Und egal, wie diesen Treubruch für dich aussah, ja. Aber es kommt eine Kommunikation, Stier. Und wenn das jetzt ein Wunschpartner ist, wir reden hier über einen Altersunterschied zu einer Person. Altersunterschied ist hier zu sehen, außer wie gesagt, wir reden über einem Kind. Sonst ist hier eine sehr unreife Energie, die in Wirklichkeit sogar nichts Ernstes möchte. Ja?
Also von dem Stapel hier, von diesem Engel, habe ich für dich einen Engel rausgenommen, ja. Und es kam tatsächlich diese Kamael, also steht ja auf Spanisch jetzt geschrieben, der Engel heißt Kamael. Ich würde dir ja natürlich empfehlen, über Internet etwas mehr intensiv, mehr Informationen über diesen Engel rauszuholen, ja. Es spricht über eine Dualität. Eine Dualität, ja, eine Situation, auch einen Engel, die egal wie, ich werde das bekommen, was ich vorhabe. Egal, was ich dafür machen muss, werde ich alles Mögliche machen, damit ich auf die Situation komme oder auf die Person komme oder egal wie, ich werde erreichen das, was ich vorhabe. Ich muss dir sagen, die Engel, die für dich rausgekommen sind, sind wirklich sehr, sehr positiv. Alle, ja. Alle haben wirklich was Erzengel Raphael ist auch da. Also Erzengel Raphael hat viel mit der Sonne zu tun. Also die Karte die Sonne auch. Spricht auch für neue Anfänge, für Glück, für Gesundheit. Raphael auch mit dem Sternzeichen Löwe, muss ich sagen. Also es gibt hier viel Klarheit. Ja? Also schon. Stier, das Gefühl gerade bei dir, egal wie, aber ich werde tatsächlich auf das, was ich mich fokussiere, werde ich hinkommen. Ich werde erreichen das, was ich möchte. Das Gefühl ist hier auch zu spüren. Oder dieses Gefühl von neue Anfänge, von Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich rede auch hier in irgendeiner Weise Stier über Erfolg, ja. Also hier in dieser Karte ist Erfolg zu spüren. Aber auch mit diesem Engel Kamael, ja, das ist ein See, ja, ein See. Kamael, also wird auch gezeigt, diese Intensivität, ja, was man hier in diese Dreidestäbe sieht. Es ist intensiv, in der intensive Situation hier, wo man ankommen möchte. Also es ist wirklich viel Motivation. Und genau wie die Engel hier, also wir haben hier mit Nachrichten, wie ich dir gesagt habe, also ich habe hier mit Nachrichten zu tun, mit Kommunikation, aber Stier, positive Kommunikation, zumindest das wird hier gezeigt. Die Kommunikation zeigt sich positiv. Es gibt tatsächlich hier aber eine Dualität, aber die Kommunikation ist positiv. Natürlich, es gibt hier eine Person, die sagt, ich ziehe mich zurück und ich denke nach. Das sieht man hier auch. Feuerelement sehr stark zu sehen. Sternzeichen Löwe, Skorpion ist hier zu sehen, ja. Und ja, eine Person, die du kennst, der Stier. Also wir haben hier mit einer Energie zu tun, eine Energie, die du kennst. Es gibt eine starke Anziehungskraft zu dieser Person, eine starke Anziehungskraft. Und möglicherweise, Stier, ist eine Situation, die man bereits beendet hat. Aber es ist noch nicht so ganz fertig. Es gibt hier eine Kommunikation von einer Person, die sich möglicherweise entweder allein fühlt und sonst bist du die Person Stier, die sich so fühlt. Aber hier ist ein Gefühl von, ich fühle mich allein, ich fühle mich verlassen. Ja, ich lebe im Verlust. Wir können auch natürlich über eine finanzielle Situation reden, natürlich. Aber dieses Gefühl ist hier. Ich denke, wir haben mehr mit den Emotionen zu tun, denke ich, dass wir hier mehr mit den Emotionen zu tun haben, ja. Aber es könnte natürlich für Arbeit perfekt reden. Ja, die Sache ist, es kommt eine positive Kommunikation hier. Und unseren Engeln hier reden alle über Positivität. Es ist positiv, was ich hier habe. Stier. Aber alle Engel, alle, ja, Erzengel Raphael, Dobiel und Haniel. Ja, alle Engel sind positiv. Und wie gesagt, gerne, natürlich, wenn man ein bisschen mehr über diese Engel wissen möchte, kann man ja über Internet noch mehr Informationen holen. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber was ich dir sagen möchte, ist, dass alle Engel sehr, sehr positiv sind. Was in der Liebe, was mit neuen Anfängen, mit Kommunikation zu tun hat. Und ja, und im Prinzip diese Dualität, ja, Stier. Ja,
In manchen Fällen sehe ich für manche Situationen, weil wir reden nicht für uns alle, aber es könnte hier eine dritte Person hier zu sehen geben, ja? Eine dritte Person. Ja, also, genau. Stier, das ist hier jetzt die Energie, die ich für dich für diese zweite Woche März habe. Ich rede über Erfolg in Bezug Arbeit, rede ich auf jeden Fall über neue Türen, die sich eröffnen für dich, neue Situationen. Man fokussiert sich Richtung Zukunft. Es ist positiv, diese Karte, ja? Es ist schon positiv. Aber tatsächlich, es gibt hier ein viertes Schwerter. Man nimmt sich diese Zeit, ja? Man nimmt sich schon diese Zeit zum Nachdenken, ja? Also es wird nicht unüberlegend sein. Also diese Situation, man merkt, man wird, ja, man denkt jetzt über diese Situation nach, was das auch für dich heißt, ja? Aber wenn das jetzt eine Person ist, die sich bei dir wieder meldet, wo schon eine Situation beendet war, ja, wo irgendwie, wie gesagt, eine starke Anziehungskraft auch zu dieser Person gibt, jemand, die sich hier wirklich allein fühlt jetzt und tatsächlich, es gibt hier diese Kommunikation. Ja, es gibt hier schon eine Kommunikation und nochmals, diese Dualität ist in dieser Karte zu sehen, von da aus, Stier. Ich denke, es gibt Optionen vielleicht für manche von euch, Optionen oder eine dritte Person, deswegen dieses Nachdenken hier oder diese andere Situation. Irgendwie ist das hier, sind Optionen hier. Ja, ob das Arbeit ist, Wunschpartner ist oder andere Situationen für dich heißen, es gibt hier eine bestimmte Sache, wo man überlegen, nachdenken möchte. Und das hat mit einem Puppe der Kirche zu tun. Für manche ein Kind oder eine wichtige Person in deinem Leben, eine wichtige Person. Sternzeichen Fische auszusehen hier, ja, Stier. Skorpion, Fische. Ja, natürlich könnte auch Krebs sein. Also wir haben hier Kerlchen, ja. Skorpion sehr stark zu sehen, Stier, aber Sternzeichen Löwe auch. Und nochmals, es gibt hier eine Dualität. Also, ja, also, und deswegen möglicherweise, Stier, nimmst du dir die Zeit in diese zweite Woche. In manchen Fällen, man ist im Urlaub, ja. Also manche sind vielleicht sogar verreist und manche machen eine Pause und sind ganz woanders. Ja, also vielleicht manche, wie gesagt, sind haben eine Reise gemacht und deswegen es gibt hier eine Pause. Oder manche denken an eine Reise zu machen in eine Zukunft, ja? Ja, so eine Situation ist hier. Wie du siehst, Stier, dieses Nachdenken ist hier sehr stark zu sehen bei dir. Und das hat mit einem fünften Münzen zu tun, eine Kommunikation, die du bekommst. Möglicherweise diese Kommunikation, die mit der Liebe auch zu tun hat. Ja. Und wo man hier am Denken ist, ja. Ja, Stier. Und nochmals, für manche hat das sehr stark auch mit Kindern zu tun, ne? Ja. Und was mit Finanzen zu tun hat, Kinder, für manche, ja. Also, du musst schauen, wie du mit der Energie ja in Resonanz kommst und wie du das für dich, für deine Situation anpassen kannst, ja. Weil jeder von uns ist in einer anderen Situation und deswegen sieht natürlich ganz anders aus, ja. Aber du siehst die Energie, etwas ein bisschen fünfte Münzen, vierte Schwerter, ist ein Gefühl hier von ein bisschen ja, Traurigkeit oder irgendwie, vielleicht hat man sogar viel Geld ausgegeben, Stier, weißt du? Vielleicht manche haben auch jetzt viel Geld ausgegeben wegen einer Reise, Kinder.
Ja, und jetzt muss man natürlich wieder eine Pause machen und ja, für jeder sieht natürlich anders aus, ja. Aber die Energie in sich ist positiv, ja. Diese Kommunikation zeigt sich positiv. Stier. Nochmals, diesen Altersunterschied sehe ich hier, habe ich es ja vorher jetzt gesagt. Und diese geografische Distanz zu einer Person natürlich. Und nochmals dieses Nachdenken. Also irgendjemand sonst, Stier, wenn du nicht bist, jemand denkt sehr stark an dich. Es gibt hier ein starkes Nachdenken zu sehen. Ja? In der Ferne. Also jemand hat Pläne. Er möchte irgendwie reisen, tatsächlich kommunizieren. Ich bin gespannt, wenn ich dir ehrlich bin. Die Energie zeigt sich sehr deutlich, ja? Ja. Also Stier, das ist vorerst die Energie, die ich für diese Woche für dich habe. Ich bin sehr gespannt, ja? Also ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis nächste Woche. Stier, tschüss.